Ja, servus liebe Kinder, schön, dass wir wieder reinschauen. Moin Moin in meinem Fall. Hinter mir ist zwar die Fahne von Nordrhein-Westfalen, wir sind aber hier in Schleswig-Holstein, also in Süddänemark, und befinden uns heute in Labö. Auch wenn es französisch anhört, Labö ist, liegt es. Und hier gibt es was, was ich euch empfehlen kann, also nicht nur am Strand mal entlang dackeln, sondern hier gibt es einen Erlebnispfad für die Kinder. Manchmal ist es aus den Bergen gewohnt, aber hier unten ist alles gut. Da geht es um Küste. Auch die Kinder wissen mittlerweile, wenn sich unser Körper weiter zu verändern, dann kriegen wir auch nasse Füße, beziehungsweise wird es etwas wärmer werden, als uns lieb ist. Und darüber informiert dieser tolle Weg entlang am Strand. Schauen wir uns mal so eine Station an. Kommt's mit. Ja, hier sind wir jetzt bereits bei der Nummer 4, also ein kleines Mädchen, das das schön mit seinem Opa aufgezeichnet ist. Und das Mädchen stellt typische Fragen, wie es Kinder oft stellen, ja? Eben warum früher alles besser gewesen ist. Und das sieht dann auch während diesem ganzen Klima- und Küstenerlebnispfad, was sich hier alles geändert hat im Laufe der Jahrzehnte. Und zwar nicht nur vom Tourismus her, wenn man sie auf diesen alten Postkarten sieht, sondern auch was das Klima angeht. Und da schauen wir jetzt einfach mal weiter. Kommt's mit. Hier an der Außenföhre gibt es ja viele Tiere zu beobachten, wie diese Möwe. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möwenarten. Und natürlich, was hier bei diesen Küstenklimawanderwegen auch zu sehen ist, sind natürlich immer wieder diese dicken Frachtschiffe, die vom Nordostseekanal, früher den Kaiser-Wilhelm-Kanal, durch die Kieler Bucht bzw. Kieler Föhre schippern. Für die Kinder ist so eine Wanderung natürlich extrem kurzweilig. Ja, wir sind leider jetzt unterwegs auf der Kieler Außenföhre in Labö. Ihr seht da draußen Kitesurfer, die da ihren spektakulären Sport nachgehen. Aber wir gehen weiter auf den Klima- und Küstenerlebnispfad. Hier ist die kleine Mathilda und Opa Willi unterwegs. Ja, und sie will wissen zum Beispiel, was denn hier für Krummplätze da draußen im Wasser sind und was das für einen Sinn hat. Und der Opa Willi erklärt ihm dann der Mathilda, dass es mit den Sturmfluten zu tun hat, die unglaublich viel Sand da von der Küste wegreißen. Und auf Fotos ist das Ganze anschaulich dokumentiert. So, und wir gehen jetzt mal weiter Richtung Marienehremal. Ja, und hier seht ihr diese Holzklötze, wo die Mathilda auf dem Klimaerlebnisweg den Opa Willi fragt. Das sind eben solche Vorrichtungen, damit möglichst wenig Strand verloren geht durchs Meer. Die ziehen sich hier jetzt an unserem Küstenerlebnispfad entlang. Wenn ihr dann an der Außenföhre mal runtergeht, ein bisschen abweicht von dem Küstenerlebnispfad von Labö, dann kommt 995 vorbei, einem originalen Boden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dahinter ist dann das Marienehremal, da gibt es einen Aufzug rauf, beziehungsweise man kann zu Fuß raufgehen und hat einen wunderbaren Blick auf die Kieler Föhre und die Kieler Bucht. Aber wir lassen dieses ganze Kriegszeug ein bisschen hinter uns liegen und gehen weiter auf unserem Klimaküstenerlebnispfad. Und da gibt es etwas ganz Besonderes, das zeige ich euch gleich kurz mit. Ja, hier sind wir bei Station 6 vom Klima- und Küstenerlebnispfad in Labö. Hier geht es ums Treibsel. Treibsel, was ist das? Das ist, sind Überreste vom Wasserplatz, Seegras, Tang und Algen, die auch ganz schön stinken. Und die Kinder können es da draußen in der Ostsee hier auf der Außenföhre dann selber sehen. Und das sind die Fragen, was die Kinder auch interessiert, was man zum Beispiel auch daraus machen kann, wie das Ganze entsorgt wird und so weiter. Also alles wird hier auf diesen wirklich gut gestalteten Schautafeln behandelt. Und wir gehen jetzt wieder weiter. Kommt's mit. Jetzt haben wir von unserem Erlebnispfad Klima und Küste die meeresbiologische Station Labö erreicht. Und da könnt ihr sehen, welche Tiere noch oder hoffentlich in der Ostsee leben. Und das Besondere ist, ihr könnt da zum Beispiel dann auch bei Führung einen Seestern auf die Hand nehmen oder einen Krebs oder eine Krabbe. Wann kann man das schon mal? Also der Eintritt hier lohnt sich auf jeden Fall. Ist für die Kinder und für Erwachsene ein riesiges Abenteuer. Und wir schauen nochmal weiter. Kommt's mit!
Vor uns, liebe Kinder, hat Dorian jetzt eine Sandbank. Und zwar nicht irgendeine Sandbank, sondern das europäische Vogelschutzgebiet. Das heißt, hier betritt bitte keiner diese Sandbank. Hier gibt es die Zwergschwalbe, die Graugans, die Schnatterente und den Austernfisch. Und die wollen hier ihre Ruhe haben. Aber ich habe von hier aus einen wunderbaren Blick auf den Kieler Leuchtturm. Ich hole ihn mal etwas ran. Da seht ihr ihn. Der steht am Eingang der Kieler Bucht, der Kieler Leuchtturm. Und ihr seht auch daneben, geht gerade ein Frachter hinaus auf Fahrt in die Ostsee. Wir gehen jetzt auch weiter auf unserem Klima-Küstenerlebnispfad und schauen, was uns hier noch für Stationen erwarten. Wenn die Kinder ganz gut aufpassen, dann finden sie auch im Wasser der Ostsee das ein oder andere Lebewesen mit diesem Krebs, aber den tun wir sofort wieder ins Wasser zurück. Ja, liebe Kinder, Dora, jetzt sind wir am Ende von unserem Erlebnispfad, Erlebniswanderweg bei La Bö. Küste und Klima, wirklich sehr interessant für die Kinder. Das Tolle ist, ihr könnt es auch, wenn ihr kleinere Kinder habt, das Ganze mit Kinderwagen absolvieren, beziehungsweise mit Roller, Laufrad oder eben ganz klassisch zu Fuß. Und ihr lernt dabei eine Menge über den Ostseeraum und seine Ökologie kennen. Und die Kinder lernen dann auch etwas, wie wichtig das Klima für uns Menschen ist und warum wir das schützen sollten. Unterwegs, ganz klar, mal an den Strand setzen, in die Dünen setzen, Sonnen basteln, planschen, was immer ihr wollt. Die Möglichkeiten sind hier in La Bö vielfältig. Weitere tolle Bastelideen, weitere tolle Wanderungen, was ihr mit den Kindern machen könnt, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren Facebook-Kanal abonnieren und ihr dürft gerne bei uns vorbeischauen. 24 Stunden am Tag. Bis dahin, ich wandere jetzt wieder weiter. Macht es gut. Pfiat, servus.